Moin, Mario hier, willkommen auf meinem Kanal und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das freut mich, jawohl. Die Gorch Fock ist unter dem Hammer gekommen und ist ja quasi versteigert worden. Und zwar für einen sensationellen Preis von, ja, ich habe, vielleicht war ich da ein bisschen voreilig. Und habe 1000 Euro Sofortkauf eingegeben und vielleicht war das dann doch nicht ganz so richtig. Vielleicht wäre da noch mehr drin gewesen. Aber nein, wir wollen damit zufrieden sein. Ich bin hellauf begeistert und ja, herzlichen Glückwunsch an einen Vereinskamerad von den Peking-Freunden. Da habe ich natürlich auch Werbung gemacht für dieses Projekt, wollte ich das gerade nennen, für diese Versteigerung, die ich vorhabe. Und dass ich das Geld gerne der Fluthilfe spenden möchte. Ja, wie gesagt, das hat Aufsehen erregt. Und dafür bedanke ich mich bei euch allen. Ihr merkt schon, mir bleibt zwischendurch die Sprache weg. So seid ihr. So, Daumen hoch für euch alle. Prima, 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 prima für euer Engagement. Ja, es dauert jetzt natürlich noch ein bisschen, bis der Kollege sich die Gorch Fock bei mir abholt. Und dann geht das, ja, wenn ich das Geld dann habe, geht das auf die Reise, ja, wie auch immer. Das muss ich dann mir noch genau anschauen. Also ich werde auf jeden Fall gucken bei NDR 2, der Norden hilft. Es sei denn, man bekommt jetzt noch ein paar Namen, wo Familien das direkt gebrauchen könnten. Natürlich möchte ich nicht, dass da Scharlatanerie betrieben wird, sondern wirklich da, wo das gebraucht wird, wo man dann sagen kann, komm, da können wir Kindern Schulsachen und Spielzeug, dass die sich dann die davon holen können. Ich weiß, dass nicht unbedingt, dass gerne Sachspenden auch genommen werden, aber die Möglichkeit habe ich leider nicht. Ich habe diese Möglichkeit und wie gesagt, ich hatte euch ja im Video erzählt, dass mir das so ein bisschen auf der Seele brennt oder brannte, dass ich da ein bisschen was helfen möchte. Und ja, was kann ein Modellbauer tun? Er kann ein Modell hergeben. Das habe ich dann in dem Moment jetzt getan. Dann möchte ich, mich haben einige Spenden erreicht, und zwar von Heinz Sonnenberg. Kennt ihr sicherlich auch viele, müsst ihr mal gucken, im Video gezeigt seine Sovereign of the Seas und zeigt jetzt gerade die HMS Victory. Dann Timo, der bei mir letztens gerade das Enterprise T-Shirt gewonnen hat, und RPK hat mir auch per PayPal eine Spende zukommen lassen. Insgesamt haben die drei 110 Euro gespendet. Die gehen dann natürlich schön auf die Reise mit den anderen 1000 Euro zusammen. Das heißt, das sind dann 1110 und das machen wir natürlich glatt auf 1111 Euro. Ich bin so stolz auf euch, dass ihr da so zahlreich mitgeholfen habt. Ich möchte noch eine Sache loswerden. Mich hat auch jemand angeschrieben, Namen sage ich jetzt nicht, ist ja auch wurscht, spielt ja keine Geige, schöne Grüße an dich. Ich soll ihm mal meine Kontonummer geben, er möchte gerne auch was spenden. Leute, tut mir bitte einen Gefallen, spendet das bitte doch gleich selber, statt das erst bei mir zwischenzulagern. Klingt jetzt komisch, ist aber so, weil wenn ich die jetzt reinkriege, ich habe ja jetzt keinen Spendenaufruf in dem Sinne gemacht. Das war auch nicht meine Absicht. Ich finde das natürlich klasse, dass ihr da unterstützen, also helfen möchtet. Und ja, da gibt es, wie gesagt, sicherlich bei euch allen in den Regionen. Ansonsten, ich würde dann bevorzugen bei den Öffentlich-Rechtlichen, sprich ARD oder ZDF, sich da zu erkundigen oder bei euren regionalen öffentlich-rechtlichen Radiosendern. Wir zahlen alle GEZ, dann können wir ja auch die öffentlich-rechtlichen dann dafür nutzen. Und ich gehe davon aus, oder da können wir von ausgehen, dass dort auch alles ankommt bei den Bedürftigen.
Und also das ist jetzt so mein Vorschlag. Deswegen habe ich sorry nochmal, ich habe deswegen auch nicht auf die E-Mail geantwortet, weil ich das gerne so möchte. Dass ihr das dann, wenn ihr was spenden wollt und da helfen wollt, dass ihr das dann selbstständig macht. Ich möchte nicht jetzt der Mittelsmann dafür dann sein. Ne? Ich würde das natürlich tun, aber das ist ja auch alles, ja, das ist auch alles Zeit, wovon wir alle am wenigsten haben. Genau. ja, wie gesagt, ein Besitzer hat dieses schöne Schiff. Oh, jetzt lobe ich das auch noch selber. Ein Besitzer hat dieses Schiff gefunden. Das freut mich riesig. Als ich dem dann natürlich noch erzählt habe, dass ich vorhabe, irgendwann in vielen Jahren mal die Picking zu bauen, wurde er sehr, ja, hat er sehr aufgehorcht. Und auf jeden Fall, der Kumpel ist noch eine wenige Zeit im Urlaub. Oh, Mensch, das Sprechen ist heute so ein Ding, ist heute so eine Sache. Ist noch einige Zeit im Urlaub, also muss ich noch ein bisschen warten bis Mitte August, glaube ich, bis er dann hier kommt und dann sich das Modell abholt. Und ich hoffe, ihm gefällt das in echt mindestens genauso gut wie auf den Bildern, die ihr sicherlich bei eBay auch gesehen habt. Also so viel Zugriffszahlen hatte ich noch nie auf ein Angebot. Ich habe aber bei eBay auch schon mal ein paar Sachen veräußert, aber so viel Beobachter und Klicks auf dieses Angebot hatte ich noch nie gesehen. Vielen, vielen Dank an euch alle, dass ihr ja, mir die Daumen gedrückt habt, dass ihr Werbung für mich gemacht habt. Und ja, wenn ich mal wieder ein Modell versteigern möchte, ich weiß ja nicht, ob ihr auch so viel Werbung machen würdet, wenn dieses Modell, was ich dann versteigere, ja, in nicht gebaute Modelle umgewandelt werden, quasi. Nein, also wie gesagt, vielen, vielen, vielen Dank an euch alle. Ihr seid ein, ja, top, 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 eine Top-Community. Wie gesagt, wie ich das in den Livestreams immer sage, weltbester Chat. Das seid ihr nun wirklich und ja, vielen, vielen Dank. Wie hat Niki Lauda gesagt? Ich ziehe mein Kappel. Also vielen, vielen Dank. Ich ziehe den Hut vor euch. Danke, danke, dass ihr so zahlreich mitgemacht habt und mir die Daumen gedrückt habt. Und jetzt hoffen wir, dass das Ganze dann auch schnell über die Bühne geht, dass das dann bei den richtigen Leuten ankommt und wir dann somit ein bisschen helfen konnten und wie auch immer. Ja, bleibt auf jeden Fall weiter neugierig, schaut wieder rein, gerne auch auf meine anderen Projekte. Was für eine Projekte? Nein, also ich werde auf jeden Fall jetzt gleich noch weiter was basteln. Ich weiß noch nicht genau was. Ich habe Lust zu so vielen Sachen und demnächst kann ich euch versprechen, wird es auch noch was Neues geben. Ein neues Schiff, ein neues altes Schiff. Ich weiß, ich habe die anderen auch noch nicht fertig, aber ihr wisst ja. Ne? Irgendwann wird alles mal fertig und manchmal dauert das auch ein bisschen länger. Ne? Wenn ich dran denke, wie lange ich an meiner Gorch Fock gesessen habe oder an nicht mehr meiner Gorch Fock gesessen habe. Jetzt muss ich besonders darauf aufpassen, dass ja nichts damit passiert. Ne? Also jetzt, wenn ich das jetzt tragen soll, dann wird das ganz schön zitterig. Also vielen, vielen Dank. Bleibt weiterhin neugierig. Schaut wieder rein. Passt auf euch auf und ganz wichtig, vor allen Dingen bleibt gesund. Mir bleibt nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut, ahoi und kick mal wieder in.